Ja, also ich habe mich schon sehr gefreut und auch, ja, ich war eigentlich ein bisschen baff, weil Mülheim für mich schon dann eher irgendwie Handke und Götz ist, so. Es hat vielleicht insofern einen relativ langen Weg, auch für mich, weil ich davor sehr lange versucht habe, richtige, schöne Dialogstücke zu schreiben, wie man das eigentlich so macht, und damit immer nicht so richtig weiterkam. Und bei dem Stück dann eigentlich zum ersten Mal versucht habe, eine Spracharbeit, die mich interessiert, eigentlich in einem Theaterstück auch unterzubringen. Im Stück erzählt eigentlich ein Kind über wahrscheinlich einen der schwersten Verluste, die so ein Kind so treffen kann, wirklich die Mutter oder der Vater stirbt. Und das insofern dann schon zentral, weil eigentlich das Kind, in dem es diese Geschichte nochmal erzählt, auch da wie einen Verarbeitungsprozess macht. Also es gibt ja ein ganzes Stück, das, wo man versucht, am Ende einfach tatsächlich diese Mutter gehen zu lassen. Und das macht eigentlich das Kind auch nochmal, indem es erzählt. Es auch, es steckt ein bisschen was. Insofern ist es für mich auch sehr theatral. Ich glaube, in dem Moment, wo das Kind diese Geschichte erzählen kann, kann es die irgendwie auch beherrschen auf eine Art. Also wenn man wirklich noch vielleicht so voll im Schmerz drin ist, dann schreit man wahrscheinlich oder erzählt man gerade nicht davon. Aber so ist es noch wie, so ist man so weit gekommen, dass man wie eine Märchen erzählen kann und der Wolf bleibt aber im Märchen, der kommt dann nicht aus dem Buch raus. Aber es ist eben total zentral, dass man es erzählt, wenn man es nochmal durchlebt und man merkt dann, es ist erzählbar, es ist beherrschbar und man macht es von dem Publikum als eine Art Zeugenschaft eigentlich. Ich habe jetzt nicht meine Mutter verloren, aber Verlust ist ja ein Thema, was glaube ich jedem Menschen mal begegnet. Dann habe ich, glaube ich, einfach mich da reinversetzt in diese Welt da. Die biografischen Bezüge sind tatsächlich einfach Bilder, die ich habe in der Erinnerung. Und das sind zum Teil tatsächlich Kindheitsbilder und zum Teil sind es einfach auch Bilder, die ich irgendwo anders aufgeschnappt habe. Zum Teil sind es Träume und zum Teil ist es auch einfach mal ein Zeichentrickfilm, den ich gesehen habe oder ein Buch, das ich gelesen habe. Zum Beispiel gibt es in dem Stück ja auch eine Militärparade, die da spielt, so eigentlich an dieser Plattenbausiedlung und die. Das ist einfach ein Traum, den ich habe. Also das habe ich tatsächlich mal geträumt. Und diese Parade gab es da einfach nie. Vielleicht habe ich da irgendwie mal noch Fernsehen gesehen, irgendwie eine Militärparade da in Berlin, aber das ist einfach nur ein Traum. Aber das hat sich irgendwie extrem eingebrannt. Und dann gibt es ganz andere Sachen. Ein bisschen die Figurenkonstellation ist mir dann erst relativ spät aufgefallen. Es gibt ja zum Beispiel diese. Es gibt ja eigentlich zwei Kinder, die erzählen und die aber eigentlich wie verdoppelt sind, wo man gar nicht so richtig weiß, sind jetzt beide real. Das habe ich, glaube ich, einfach, das ist ein Buch, was ich gelesen habe, Agota Christoph, das große Heft. So, das hat sich bei mir ziemlich eingebrannt, habe ich dann noch erst deutlich nach dem Schreiben gemerkt, wo das herkommt.